Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Operation Serpents. Und das ist ein reinreißiges, knallhartes Actionspiel. Ohne Pause, ihr ballert wie verrückt um euch. Also für Fans von krassen Actionspielen ist das sicherlich gedacht. Das ist so ein Militär-Style, auch keine großartigen Nachladeaktivitäten. Einfach zack, ballern, bam, bam, bam. Und dann in verschiedenen Lokationen, ihr habt verschiedene Aufträge und so, die müsst ihr dann erfüllen. Bei mir gibt es alles im Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren, Woodgirls VR, Opermann Events, Peter Wasmer, Andy DeFelser, VR Ambassador, Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Und ich bin jetzt hier schon in der Mitte vom zweiten Level. Also das... Oh, sorry. Das Tutorial habe ich auch schon gezockt. Und das ist halt wirklich ganz, ganz einfache Mechanik. Ihr seht schon das Nachladen. Einfach hier nach unten halten. Und wir können uns auch nicht irgendwie umher bewegen. Wir müssen einfach auf der Stelle stehen bleiben hier. Und diese ganzen Horden an Gegnern schießen. Also das ist ein reinrassiger Wave-Shooter. Und das ist halt so übertrieben lange halt wirklich, dass man denkt, oh mein Gott. Wann hört das endlich mal auf, ne? So, und jetzt fertig. Das hier ist diese Zielperson, die wir suchen. Wir fahren einfach mit dem Aufzug immer höher. Jetzt kommt die nächste Episode. Und ja, dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Hallo. Das ist, glaube ich, die Zielperson jetzt. Mal gucken. Ja. Das heißt, die müssen wir jetzt anscheinend ein paar Mal treffen. Wenn die rot leuchtet, dann können wir die erst treffen. Danach schießt die aber auch nicht mehr. Wo ist sie denn jetzt hin? Ah, da oben. Na, die schießt halt schon ziemlich schnell. Ah, sie ist tot. Jetzt haben wir es geschafft anscheinend. Ich kann nicht mehr schießen. Ah, jetzt kommen meine Kollegen, deswegen. Da ist der, das ist der Chef. Return to base. So, jetzt sind wir in unserer Basis. Hier. Und ja, wir sehen hier so eine Liste mit den besten Spielern. Hier können wir ein bisschen ballern. Handgranaten können wir benutzen. Wir können hier so ein Ding benutzen. Das können wir hier aktivieren. Oh, sorry. Zum Heilen. Die Handgranaten können wir nehmen und mit der anderen aktivieren. Das Werfen funktioniert nicht, warum auch immer. Da sind die Index-Controller irgendwie ein bisschen komisch programmiert. Hallo? So, und jetzt können wir zum Beispiel mit der Waffe hier einfach eins der nächsten Level auswählen. Also wir können zum Beispiel hier Viper, Jaw, Gorgon, Don Mamba, Horde Survival können wir auch, also da müssen wir gegen die Zombies zocken. Das ist alles wirklich Wave-Shooter. Wir gehen jetzt einfach nochmal, oder was heißt nochmal, direkt in die 5 rein. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, was jetzt hier passiert. Wir extracted information from Gorgon, according to which Viper will try an assassination attempt on one of our allies. We have to protect the asset. Der sieht doch gut aus. Herrje. Has been terminated. This mission is failed. Hä? Oh, irgendwas habe ich falsch gemacht jetzt. Ich habe einfach irgendwo drauf geballert. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal.
We extracted information from Gorgon, according to which Viper will try an assassination attempt on one of our allies. We have to protect the asset and eliminate the threat at any cost. Ah, den müssen wir schützen. Ich habe den erschossen. Das ist ja nochmal was ganz anderes hier. Wird einem ja doch ein bisschen schlecht. Ich wollte das schon fast empfehlen für Anfänger. Herrgott. Yo! Mütze weggeballert. Alter. Junge, der nervt. So, jetzt ist Schluss. Ah, geil. Gott. Ich glaube, ich sollte mal eine Granate werfen. Mann! Funktioniert nicht! Das Werfen funktioniert einfach nicht. Gott, das ist ein Scheiß, echt. Du kannst sie nicht schmeißen, diese Granate. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wo man wieder anfangen muss. Ganz am Anfang, ja, super, ne? Jetzt ist natürlich die Frage. Wir können jetzt hier zum Beispiel zur Base zurückgehen und können nochmal eine andere Mission, können wir mal zum Beispiel die 4 da gucken. Also ihr seht, das ist halt alles Wave-Shooter-Style, ja? Our agents discovered the hiding place of Don Mamba. We need to clear every room until we find him. According to our source, there are a few explosive devices in the area that we should be aware of. Ja. Next room. Blow them up. Was war das? Irgendwas hätte nicht gesprengt werden sollen. Machen wir nochmal. Our agents discovered the hiding place. Bla bla. We need to clear every room until we find them. According to our source, there are a few explosive devices in the area that we should be aware of. Ah, hat er sogar gesagt, ne? Der Voodoo hat schon wieder nichts gesehen. Wo war denn dein Explosive Device? Hä? Ach, da vorne. Boah, wie soll ich denn? Da musst du ja richtig auch schauen, dass du richtig zielst, ne? Du musst richtig zielen quasi, sonst bist du im Arsch. Sonst zielst du aus Versehen auf so ein Ding drauf. Clear.
Geht's noch? Du Schwein. Jetzt geht man halt zum nächsten. Hoho! Wo kam der denn? Von da oben. Go, go, go! Too easy. Hehe. Searching. Was macht er da? Open fire! Hey, ihr Säcke. Oh ja, da war's schon wieder. Da war's schon wieder. Ja, so geht das halt die ganze Zeit, Leute, ja. Ich meine, die Missionen, die Locations sind halt schon abwechslungsreich, ne? Das muss man schon sagen. Und das funktioniert halt auch. Das ist wirklich ein Ballerspiel. Ein reinrassiges Ballerspiel ist das. Action, Action, Action. Naja, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Operation Serpents, Leute. Ja, die mich kennen, wissen ja, das ist wirklich nichts mehr für mich. Also ich habe schon so viele Tausende von Spielen gezockt, wo du einfach nur stumpf rumballerst. Das ist überhaupt gar nichts mehr für mich. Soll aber nicht heißen, dass das Spiel schlecht ist. Also wenn ihr wirklich auf knallharte Action steht, das funktioniert alles, das ist ganz simpel. Also nachladen, einfach nach unten halten und so und dann halt alle wegballern. Die Umgebungen sind durchaus abwechslungsreich, aber haben wir auch so einen Zombie-Modus hier, wenn ihr das wollt. Aber ansonsten ist das halt einfach nur knallharte Action. Ihr könnt das auf allen VR-Brillen zocken, das Spiel kostet 12,49 €. Und ja, wenn ihr Fan davon seid, dann... Warum nicht? Operation Serpents. Danke fürs Zuschauen. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de